Ja, jetzt immer wir weiter mit Gedichte. Wie gesagt, habe ich die Prolet gelesen und lese ich noch einmal die Gedichte, was ich vor 20 Jahre geschrieben habe, und dann muss man wieder in eine, ich sag mal so, Untersuchung kommen oder diese Philosophie zu machen, um zu schauen, mal, was Entschuldigung. Wie gesagt, praktisch, ich habe schon gesagt, ich habe schon, ich finde jetzt nichts mehr. Ah, da ist er. Wie gesagt, habe ich in Gedichte vor 20 Jahren geschrieben. Und mich wundert mich, wie ich heute sind, wenn ich schaue, mal richtig, sind fast genau so, wie ich vorgesehen habe. Praktisch ist eine Prophezeiung. Alle Gedichte sind, es ist nicht ein Wort, oder nicht, was sagt, jede Gedichte ist ein Prophet. Prophet, ja. Oder Intellektuelle. Nur mal sagt, Schopenhauer hat schon gewusst, was er verstuft die Gesellschaft. Mit der hochrangigen Geburt und Wirtschaft, Geld und Intellektuelle. Weil, wenn wir schauen, richtig schauen, in Geschichte Deutschland und so, ne? In Deutschland ist fast alles zusammengekommen. Und noch interessant ist, in Deutschland ist geboren, dass eine starke Monarchie Deutschland hat schon gehabt. Aristokratie. Eine Geldmacherei, natürlich, war schon auch Unintelligenz, er war superreich, Deutschland. Deutschland hat schon in Geschichte, kann man sagen, Deutschland hat schon ganz schöne Geschichte geschrieben. Ich rede jetzt nicht über die Unfall, was war mit Nazi-Zeit. Das war eine unfallige Geschichte, traurige und so ist zu lernen von der, aber die Geschichte Deutschland ist nicht nur ein paar Jahre drüber, was da ist. Natürlich kann man nichts minimal machen, die Zeit. Nee, minimalisieren wir nichts. Aber ich rede jetzt über die Geschichte nach große, wenn du schaust, in eine große Perspektive. Nicht nur in der Warum sage ich in die Sache? Weil in Deutschland langsam ist, langsam aber sicher, ist nichts mehr gewünscht, denken. Die Leute, was denken, sind unerwünscht in Deutschland. Langsam aber sicher.
Und die Phänomen ist ja schon vor 20 Jahren gewachsen, sozusagen. Ja. Ich tue mich so. Wie gesagt, in einem Detail, ich habe für ein neues Projekt, neue Tage Internet, online, virtuelle Prolet, da, ohne Identität, ohne Fundament, ohne und durch. Und in Prolet, in neue Prolet, hasst alles, was vorwärts war gebaut. Und er hasst seine einzige Kultur, seine einzige Familie, seine einzige Tradition. Er hasst alles einfach. Er liebt nicht was, er hat nicht was wert in seinem Leben. Mit Gott, er ist ein Feind, für ihn ist Feind. Er posiert als Atheist, aber in Wichtigkeit ein Atheist, er hat nichts zu suchen, kämpft gegen Gott. Nein, der neue Prolet ist eine Individuum, der Hass gegen alles, was Licht ist, was Wissen hat, wie ich und gegen etwas lieb. Ich weiß, es ging nicht so gut, ist nicht politisch korrekt, für manche, aber wie macht da Philosophie? Wie redet da? Wie schauen wir das Phänomen? Wie verurteilt niemand oder was? Jetzt muss ich schon, ich sag noch was. Die Museen, vierte Stunde. Habe ich schon eine halbe Stunde gemacht. Ist auf den Kanal zu sehen. Aber ist nicht zu verstehen, weil er war ich dann nicht schwach. Bild ist schnell. Also kann ich nicht. Er muss unbedingt vierte Stunde machen. Immer. Eine Teile habe ich auch, das ist ein normaler, das ist ein dritter Teil, aber erste Teil hat nicht geklappt, wieder gegen den Internet. Habe ich eine erste Teil gemacht, wie habe ich schon gesagt, mein Logo präsentieren und so, das ist mein Logo, Christen in Europa, ist klar, da war es der Unfall. So, jetzt fange ich an mit diese Philosophieren mit ihm. Ich hoffe, bei ihm schon was. Ich habe keine Mission, ich bin ein Missionär. Das mache ich schon, wie gesagt, vorher. Da schreibe ich ein Buch praktisch. Ich habe nur zwei Bücher außerdem geschrieben. Aber das mache ich nicht mehr, weil ich hinaus bringt ihnen überhaupt nichts, weil niemand mehr lässt, kostet Geld, Zeit und am Ende, egal, wenn gut oder schlecht, interessiert niemand. Und ja, natürlich muss, manche sagt, muss was schreiben, dazu bleibt. Er ist schon gesagt, das bleibt. Das auch. Aber das ist ja wichtig. Weil dieses Buch steht da
Und dieses Buch macht wir, ich und ihr wir. Was ist, wo ich war, ich gerne geschrieben. Stuck wie Stuck. Weil da ist fast ganze Philosophie, ganze Prophezeiung, ganze Geheimnis und nicht Geheimnis, so sagt. Und jetzt reden wir über die Geheimnis. Wenn wir sie schauen, die Bild habe ich auch selber gemacht. Und das ist auch mit Begolkung. Das hat viel Begolkung. Ich schaue mal immer, weil ich muss 15 Minuten stoppen, weil sonst kann man nicht auf die YouTube laden. Ich hoffe, fisch ich schon gut. Ich versuche mal zu reden, wie langsam wie möglich ist. Und so zu verstanden war. Okay. Herr Prolet, du ohne Wissen und Licht und Hass umhüllt, so wie von der Rinde eines ungetrennten Baumes, verlangst nach meiner Licht und Wissen, um sie in den Abort zu werfen. Und da ich sie dir nicht geben will, zwingst du mir meinen Rücken, deine Bosheit ausliefern, erstochen, das du erfunden hast, mich zu deiner Unwissenheit zu konvertieren. Das ist, er hat mehrere zu deiner Unwissenheit zu konvertieren. Das wollten wir besprechen, ich hier. Aber mach in andere Teile. Und dann fängt an mit diese in den Tief zu greifen, zu sagen, so ein Phänomen zu verstehen, was Problem ist. Sag mal so, ich mache schon Geheimnis klar wollte. Weil vor 20 Jahren, was ich beschrieb, für vier Leute war komisch, die Gedichte. War ganz komisch. Er hat gefallen, dass viele Leute, hat gesagt, sind super Gedichte, schöne Gedichte. Aber ja, das Realität ist nicht so, das ist ein Gedichte. Aber wenige Leute hat schon verstanden. Und die sind meiste aus Osteuropa. Bei Osteuropa, wie Ostdeutsche Beispiel, hat gut richtig verstanden, hat schnell verstanden und kapiert als Westdeutsche. Und ich wollte mal auch erzählen, warum ich zu sehen, warum dieses Phänomen war.